Hey Leute, okay, mit einem neuen Video für euch. Und wie du schon richtig am Titel gelesen hast, wir suchen wieder Member für unseren Xbox-Clan. Ich lese euch jetzt mal die ganzen, beziehungsweise sage euch mal die ganzen Clan-Voraussetzungen, um in den Clan überhaupt zu kommen, beziehungsweise beizutreten. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein mit anständiger Aussprache und natürlich Humor. Sehr viel Humor. Wir machen aber auch Ausnahmen, je nachdem, auf wie du geistig reif bist. Also wenn du, bei uns ist das mindestens, also wirklich das Mindestalter 16. Du musst aber natürlich eine anständige Aussprache haben und geistig reif sein. Aktivität spielt bei uns auch eine Rolle. Man sollte jetzt nicht zu lange inaktiv sein, zum Beispiel 3 Wochen ohne Kontakt. Natürlich kann das private Gründe haben und da haben wir definitiv nichts gegen, solange man nicht nur einen Tag spielt und dann wieder von der Person 3 Wochen lang nichts hört. Das versteht man sicherlich. Der nächste Punkt ist Spaß. Es gibt nichts Schöneres als Spaß und Lachen. Die Gabe sollte man am besten auch besitzen, lustig sein, um auch mal Spaß mitmachen und verstehen. Das spielt bei uns auch eine sehr große Rolle. Respektvoller Umgang und mentale Reife. Außerdem achten wir sehr auf eine anständige Aussprache, also kommt mir bloß nicht mit Wörtern wie zum Beispiel Ehre, Ehremann und den ganzen anderen Blödsinn. Sowas ist direkt bei uns durch. Du bist auch nicht gezwungen, mit uns immer zu spielen, um in den Clan zu bleiben. Das ist einfach wirklich das Allerletzte. Das ist das Allerletzte, was man machen kann. Man muss also nicht jeden Tag miteinander spielen. In welchen Bereich geht unser Clan bezüglich Spiele? Wir spielen alles Mögliche, also zum Beispiel kein reiner COD-Clan. Das heißt also, wir sind nicht nur in den CODs aktiv, sondern auch in anderen Spielen. Also bitte nicht nur bei, weil ihr jetzt zum Beispiel ein Gameplay von COD seht oder irgendein anderes Gameplay. Wir spielen alles Mögliche. Wäre besser, wenn du auch alles Mögliche spielst, nicht nur ein Spiel, weil das wäre halt Abwechslung und nicht wirklich so langweilig, wenn man immer nur das eine und dasselbe spielt. Außerdem spielen wir auf der Xbox One. Es sollen sich also bitte nur Xbox-Spieler melden. Vorerst keine PlayStation und keine PC-Spieler. Weil solange nicht die hier plattformübergreifend vollständig da ist. Ich mag zwar selbst nicht plattformübergreifend zu spielen, aber um irgendwie mit PlayStation-Spielern zusammenspielen zu können, ist das ja kein Problem, was COD betrifft. Was anderen Spielen betrifft, weiß ich nicht. Also ist nicht so mein Fall. Bei uns ist die Treue auch wirklich ein hoher Punkt. Also bitte nur treue Mitglieder, nicht Leute, die jetzt nach einer Woche wieder in den Clan wechseln oder sonst was, sondern nur Leute, die nach einem Stammclan suchen, die auch eine längere Zeit miteinander spielen, alles Mögliche, nicht nur irgendwie dann nach ein paar Tagen wieder den Clan wechseln oder verlassen. Das ist halt auch bei uns ein großer Punkt, deswegen bitte nur Leute, die nicht irgendwie nach ein paar Monaten oder so wieder abhauen. Je nachdem, man kann ja auch Streit haben oder so, aber selbst da muss man jetzt auch nicht immer den Clan verlassen, sondern man kann ja auch Streit ja auch schlichten. Viele denken sich jetzt auch, muss ich den Namen ändern? Ja. Tut mir leid, aber um in einem richtigen Clan zu sein, musst du wirklich den Namen ändern. Ich meine, du kannst dir auf Xbox einen zweiten Account erstellen und der ist rein kostenlos, wenn du Xbox Live hast. Du brauchst halt nur noch einen Account, spielst halt von neu, ist eigentlich kein Problem und kein Weltuntergang, wenn man jetzt zum Beispiel Koop-Spiele spielt oder sonstiges. Und oder seinen Xbox Gamertag ändern, da man ihn momentan einmal gratis ändern kann nach dem letzten Update. Wie heißt unser Clan denn überhaupt? Ohana heißt Familie, Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind. Wer zu Ohana gehört, wird akzeptiert und geliebt, unterstützt und gefördert, gehört eben auch zur Familie. Meine Freundin guckt Lilo und Stitch verdammt gerne und daher hat sie den Namen. Sie kam auf die Idee, den Namen in Ohana zu ändern und ehrlich gesagt, ich habe selber im Internet auch mal nachgeschaut, was für Clan-Namen man so nehmen kann. Und da gibt es keinen passenden, weil einfach der Zusammenhalt und füreinander Dasein ist genau das, was man im Clan braucht. Akzeptiert und geliebt, natürlich muss man das verstehen, jetzt nicht wortwörtlich geliebt, aber unterstützt und gefördert genauso. Also alles, was mir so in den Kopf strebte, ist jetzt alles in diesem einen Wort umfasst und das passt sowas von perfekt. Und wenn du doch an den Clan interessiert bist, schreibe mir einfach eine Nachricht auf Xbox mit deinem Alter und Namen. Mein Xbox Gamertag schreibe ich dir jetzt einfach hier in das Video rein. Wenn nicht, dann schaut einfach in der Videobeschreibung und oder in den Kommentaren. Falls die Beschreibung dein Interesse am Clan geweckt hat natürlich. Wir schauen dann, ob die Chemie passt, spielen eine unbestimmte Zeit zusammen und besprechen weitere Details.
Das waren auch eigentlich alle Voraussetzungen, um den Clan beizutreten. Ich würde mich über einen Kommentar freuen und oder wenn du dieses Video teilen würdest. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin da mal raus, euer Rook. Tschüss.